Ja, hallo, ich bin hier in Boston und ich unterrichte auch in Boston, also das heißt, ich habe jetzt auch 10 Minuten nach hier. Ich unterrichte im Goethe-Institut schon seit 4 Jahren, aber auch an der Amnesty College und in der Deutschen Sonderabendschule, alles hier in Boston. Mein Beitrag hat einen historischen Fokus und geht über Stadterfahrung in der Weimarer Republik. Der Unterrichtsentwurf ist ein fächerübergreifendes Projekt, das an das allgemeine Interesse an deutschen Stadtkulturen und Geschichte anknüpft. Fächerübergreifend heißt hier, die Kunstwerke von Malern, Fotografen und Schriftstellern und Filmemachern aus der Weimarer Republik werden weitgehend gleichberechtigt behandelt, um den Lernern die Möglichkeit zu geben, eine fachbezogene Diskursfähigkeit in ihrer deutschen Fremdsprache zu erwerben. Das heißt, das Vokabular wird durch Fachbegriffe ergänzt. Außerdem werden auch ästhetische Fragestellungen und fachspezifische Methoden erarbeitet. Ziel ist es, dass sich die Lernenden neue Erfahrungswerten erschließen und eine Kommunikationsebene erreichen, die über das alttypische Sprachhandeln hinausgeht. Ich versuche gerade, kommt der Flash-Player hier auf irgendeinen Grund? Ich möchte aber die andere Ton. Meine wichtigsten Ziele für diesen Vortrag sind daher ein Beispiel für einen fächerübergreifenden Unterricht zu geben und zu zeigen, dass das Lernen erleichtert wird, wenn verschiedene Kunstformen aus einer zeitlich begrenzten Periode zum Einsatz kommen. Die Werke aus Literatur, Bildung, Kunst und Film ergänzen und erklären sich nämlich wechselseitig. Die inhaltliche Interpretation fällt daher leichter. Mit dem Kulturdreieck können die Lernenden den Zeitgeist schnell erfassen, was sie befähigt, entdecken zu lernen und in den Arbeitsgruppen selbstständig zu arbeiten. Das gesamte Projekt ist gedacht in Arbeitsgruppen, außer natürlich die Hausaufgaben. Dem Lehrer oder der Lehrerin kommt im Sinn, nur eine begleitende Rolle zu, das heißt also die Arbeit steckt in der Vorbereitung, also bei der Auswahl der Medien und der Ausarbeitung von Arbeitsblättern, wo ich aber Vorschläge gemacht habe, auf die ich aber jetzt hier nicht im Einzelnen eingehen kann. Das Sprachniveau der Lerner sollte eher höher sein, also das heißt ab A2 mindestens oder Level 4, kann auch in Einzelfällen Level 3 sein, je nach Aufgabenstellung. Man kann natürlich die Aufgabenstellung reduzieren. Der Aufgang des Projekts ist zeitlich variabel. Also wie Sie sehen, ist alles in einzelne Unterrichtsphasen, die in sich abgeschlossen sind, aufgeteilt. Man kann daher entweder ein vierstündiges Projektblock realisieren oder eine Projektreihe planen, die über mehrere Wochen geht. Insgesamt handelt es sich um 4 bzw. 6 Unterrichtsphasen. Die Bildarbeit gliedert sich in Malerei und Fotografie, die Textarbeit in Lyrik und Prosa, die Filmarbeit und natürlich zum Projekt gehört die Präsentation, also das Thema wird angeeignet durch die Präsentation. Ja, aus Zeitgründen kann ich hier nicht alle Fragen im Detail ausführen. Die Konferenz bleibt aber noch länger wie nett. Und bei Interesse kann man sich die Folien dann noch in Ruhe durchlesen. Ich komme jetzt lieber hier gleich zur Bildarbeit. Bilder lassen sich zu Projektbeginn eignen sich sehr gut für Brainstorming in der Arbeitsgruppe. Man kann das Vorwissen entlasten, Spekulationen und Assoziationen frei im Lauf lassen
Die Wärmer können sich jetzt ein Bild vom Zimmer machen und bekommen schon mal einen Eindruck davon, wie ambivalent die Künstler zu Anfang des 20. Jahrhunderts die zunehmende Verschlusserung empfanden. Sie waren nämlich einerseits fasziniert, andererseits auch verängstigt oder gar abgestoßen, wie man vielleicht auf dem linken Bild von Ernst Ludwig Kirchner erkennen kann, den man noch dazu erfahren. Es empfiehlt sich daher als Input, jetzt schon die entsprechenden kunsthistorischen Begriffe in dieser Zeit einzuführen, weil sie nicht nur typisch für die Gemälde sind, sondern wie wir auch sehen werden, die Literatur und die Filme aus der Zeit ebenfalls charakterisieren. Der Expressionismus steht für den Ausdruck von Gefühlen und Affekten. Hier wird die urbane Reizüberflutung und die Verdichtung dargestellt bei Ernst Ludwig Kirchner. Zweitens haben wir die neue Sachlichkeit, die steht für die neue, ungeschnittene Darstellung sozialer Verhältnisse. Hier ist dann das Berliner Nachtleben von Rudolf Schlichter. Man kann jetzt die Arbeit mit den Bildern durch Bildbeschreibung fortsetzen. Das heißt, man soll auch über die Farbgebung und Bildkomposition diskutieren. Ja, Gegenstand und Umsetzung sind sie gelungen, was will der Künstler ausdrücken und kann man das erkennen. Dann, wie wirkt das Bild auf die Einzelnen, welche inneren Bilder ruft das hervor? Das ist spannende Diskussion in den Arbeitsgruppen. Dann kann man natürlich auch reziproke Gruppenarbeit machen, also zum Beispiel einer macht wirklich Chart, also denkt sich einen Text aus und lässt die anderen malen. Das Beispiel dafür, ein Beispiel dafür ausgewählt von Jakob Steinhardt, das würde ich jetzt auch überspringen aus Hausgründen, aber nur kurz gesagt, die Bildung von Minderheiten in den Städten ist natürlich auch Thema, das darf ja auch im Land nicht. Ich komme jetzt zu den Fotos, die man den Bildern zuordnen kann und die auch die Bilder ergänzen durch konkrete Dokumentarfotos. Man sieht also, wie sieht das Leben da aus. Dieses Bild ist allerdings jetzt nicht auf dem Leben begriffen, sondern eher ein Konflikt, ein darstellendes Konflikt, weil zwei Monate nach der Ausrufung der Weimarer Republik gab es den Schwarzwaffenaufstand und die Kämpfe pflanzten wieder aus, besonders in Berlin. Das war 1919 im Januar. Die Fotos habe ich ausgewählt von den Fotografen Willi Römer und August Sander. Und zwar deswegen, weil sie sich sehr schön ergänzen und sie haben also wirklich der Weimarer Republik ein lebendiges Gesicht gegeben. August Sander mit seinen ausdrucksstarken Porträtaufnahmen vor allen Dingen bekannt geworden darüber. Und Willi Römer hat als Bildjournalist gearbeitet und den Anspruch gehabt, wirklich die realen gesellschaftlichen Verhältnisse zu dokumentieren und vor allen Dingen natürlich zu kritisieren auch durch seine Bilder. Richtig speziell ist hier, wenn man an die Technik denkt, die Bildkomposition und Fototechnik, die können wir später noch vergleichen zwischen den beiden Fotografen, dann man sollte die soziale Lage in der Weimarer Republik beschreiben können. Das wäre dann eine schöne Hausaufgabe. Als Internetrecherche könnte man über die Novemberrevolution und den Schwarzwaffenaufstand recherchieren. Ja, natürlich kann man auch immer Stellen nachstellen, auch in den anderen Fotos. Also man kann den abgebildeten Personen auch Charaktere geben und Dialoge schreiben.
oder ganze Geschichten verfassen. Das ist je nach dem, wie viel Zeit man hat, möglich. Hier sieht man ein Bild von Willy Römer, wo wir so bei Banknoten in einer Altpapierpresse eingestampft werden. Das war die Zeit der Inflation, also das Leben wurde sehr hart für manche Menschen und gab viele Verlierer. Hier zum Beispiel sind Arbeitslose, die vertreiben sich ihre Zeit mit Spielen. Kinder und Erwachsene suchen nach Nahrung im Straßenrand. Diese Bilder, man kann sich dann in den Arbeitsgruppen die Bilder aussuchen, die man am wichtigsten findet. Neben den Verlierern in der Republik gibt es aber auch Gewinner. Und die sind porträtiert häufig von August Sander. Und sind hier die Bilder von einem Konditor 1928 und 1926 mit Frau in einem in der U-Bahn. Das ist ein, ich habe hier ein Lernerbeispiel eingeführt von einer B1-Arbeitsgruppe, die beiden Fotos in der Team gesetzt haben. Die hat gesagt, also der Konditor, der sieht da unglaublich selbstbewusst aus und vielleicht, dass er morgen das Fräulein Gerda heiratet. Er will nämlich ein Dorf vom Land nehmen, weil er das dort, also noch das gute Frauenwissen, wie man eine gute Ehe führt. Und natürlich die voll bleiben und in einem starken Willen stellen. Die Frau haben die Werner eher als unsicher empfunden. Sie zeigt zwar ihren Reichtum und Tennismantel und so, aber sie kommt, dachten die Werner aus der Stadt und haben hier einen Text, ich lese es einfach mal vor. Mein August ist ein reicher Mann, den der Team bieten kann. Ich freue mich auf das Leben in der Stadt. Es ist alles so aufwendig hier. Bestimmt werde ich mich schnell einsetzen. Zu dem Stadtleben in der Weimarer Republik, also Stadtleben lässt eben auch Raum für eine Queerkultur, die Gesellschaft allerdings weiter verunsicherte. Und das ist auch, könnte man in den Arbeitsgruppen, ich sehe gerade das Mikrofon, ich habe etwas weit entfernt, ich hoffe, es ist so besser. Man könnte in den Arbeitsgruppen überlegen, ob es so eine Diskussion über den Verfall der Sitten erfolgt gibt. Wenn ja, muss man Beispiele sammeln und die diskutieren. Was man hier bei den beiden Bildern von Sander und Römer, man könnte die auch die, also, vergleichen in der Gegenüberstellung. Und die unterschiedlichen Fototechniken der Fotografen sichtbar machen. Und da sieht man hier ganz schön links. August Sander wählt meist einen kleinen Bildausschnitt und leuchtet die Person, die er fotografiert, sorgfältig aus. Also er komponiert seine Bilder, um ein möglichst ausdrucksstarkes Porträt zu schaffen. Man kann ihn zurechnen, man sieht später bei den Filmen auch, da ist es nämlich genauso, dass die Personen ausgeleuchtet werden und den Tag und mit bleibt. Für die Römer dagegen ist es ganz anders. Er macht keine gestellten Fotos, sondern seine Bildausschnitte sind groß, denn es geht ihm ja um die Dokumentation einer Szene. Hier zum Beispiel wachten die Transvestiten tatsächlich vor dem Eingang des Instituts für Sozialwissenschaft und dürfen nicht etwa von ihm doch hinsetzt hier. Also er ist dem Spiel der neuen Wirklichkeit zuzurechnen. Ich komme jetzt zur Textarbeit. Und habe hier ein Gedicht von Alfred Lichtenstein ausgewählt.
Die Auswahl gründet auf der Beziehung zu den Eingangsgesetzen der Gemälde Kirche. Das Bild soll nämlich später von den Lernern mit dem Gemälde zugeordnet werden. Das Gewicht hat Punkt und ich lese das jetzt einfach mal vor. Die Wüstenstraßen fließen lichterloh durch den erloschenen Kopf und tun verweht. Ich fühle deutlich, dass ich bald vor dir. Dornrosen machen Fleisches schlecht nicht so. Die Nacht verschimmelt. Giftblattlaumenschein hat zwischendurch grünen Dreck geschmiert. Das Herz ist wie ein Sack, das Blut gefriert. Die Welt fällt um, die Augen stürzen an. Als erstes muss man natürlich hier das Selbstverständnis sichern. Also, ich würde unbekannte und ungewöhnliche Werte erstmal markieren lassen und natürlich über die Metaphern spekulieren lassen. Ich habe hier ein Programm ausgearbeitet, das ich aber jetzt kurz überschlage. Ich möchte eigentlich lieber an den Folien weiter erklären, was ich damit vorhabe mit den Texten. Die Folien liegen dann und das Projektvorhaben vielleicht zur Ausarbeitung der beiden Arbeitsblätter. Ich würde als erstes oder als zweites nach dem Markieren der ungewöhnlichen Wörter mal herausfinden, was sind eigentlich die handelnden Subjekte hier. Und daran stellt sich dann heraus, dass das jüdische Ich hier eigentlich gar nicht vorkommt, doch ein einziges Mal, aber auch sehr passiv, nämlich in der dritten Zeile. Ich fühle deutlich, dass ich bald von dir, also sehr negativ, das heißt, man könnte spekulieren, dass ich stirbt oder löst mich aus, wie das oft im Expressionismus, in den Gedichten des Expressionismus der Fall ist. Man kann hier in der nächsten Folie sehen, wie das lyrische Ich beschrieben ist. Also hat einen erloschenen Kopf und es tut weh und es vergeht und es will nicht gestochen werden und so weiter. Also es sind alles sehr schmerzhafte Eindrücke. Daneben kann man eben diesen Textanalyse natürlich auch das Hauptmaß bestimmen. Hier Jambus und die Arbeitsgruppen überlegen lassen, was hat es damit auf sich. Meine Arbeit, wo meine Studenten meinten, also es hat mit Taktsorten zu tun, also wenn man das Gedicht liest, dann erinnert einen das an einen Taktsorten. Ja, das Bild wurde von den Arbeitsgruppen auch richtig ernsthaft Kirchner, Nonnendorfer zugeordnet. Und was ihnen aber nicht gefallen hat, ist es stehen zu lassen bei der Auflösung des Ich, sondern sie haben gedacht, die Nacht verschimmelt, das kann ja genau so gut im Morgengrauen sein, vielleicht schläft das Ich bloß. Und es war auch ganz gut, und ich wollte jetzt, dass sie sich das Gedicht selber aneignen, das heißt, man kann es modernisieren lassen, oder einen neuen Schluss formulieren. Und die Lerner hatten sich dann dazu entschieden, lieber einen neuen Schluss zu formulieren. Und den lese ich jetzt auch gleich einfach mal vor. Es heißt da, nein, das ist nicht schon das traurige Ende, denn am nächsten Morgen kommt die frohe Wende. Aufgewärmt und mit neuem Mut gehe ich in die Schule und finde sie gut. Ich fand das wirklich sehr gut, weil sie haben eigentlich alles beachtet, was man da beachten sollte. Sie haben das künstliche Licht durch natürliches Licht ersetzt und haben Wärme dazu gefügt. Und vor allen Dingen, es gibt hier ein handelndes Subjekt. Es ist also alles sehr positiv. Und außerdem haben sie noch das Bild, also hat auf dem Bilderpool das Bild von den Römer ausgewählt, von der sozialdemokratischen Propaganda für die Einheitsschule.
auch die Wirtschaft alles. Gut. Und zweitens gibt es da halt Beispiel 2 ist eine Programm, ein Programm von ihrer Struktur. Und zwar ist hier ganz interessant die Geschichte dieses Buches. Und zwar hat er 1931 sein Manuskript eingereicht beim Verlag. Das wurde aber nicht gedruckt, sondern nicht so gedruckt, wie er es eingereicht hat. Denn man hat das Manuskript zensiert und es konnte auch nur mit geänderten Titel erscheinen. Und zwar Fabian, die Geschichte eines Nazis. Als die Nazis dann 1933 an die Macht kamen, wurde das Buch sofort verbrannt, zum Entsetzen von Erich Kästner, der sich das angeschaut hat. Und er hat es auch nicht verstanden, warum, weil das war eigentlich, er hat es geschrieben als Satire und nicht nur als Kritik an der Gesellschaft. Man hat das Buch dann irgendwie aus dem Auge verloren oder vielleicht immer noch nicht verstanden. Jedenfalls wurde erst 2013 die Originalfassung gedruckt mit dem von Kästner gewählten Titel, der dann vorgesehen ist. Hier kannten die Arbeitsgruppen über die Zensur und die Buchverbrennung der Nazis sprechen, die ja dann also die Macht übernommen haben und im zweiten, wenn im Text, den ich ausgewählt habe, kann man über die positiven und negativen Aspekte der Stadterfahrung aussprechen. Das heißt, also soziale Mobilität in der Stadt ist etwas sehr Positives und die Toleranz in die Richtung kann nicht viel freier gewesen als auf dem Land. Demgegenüber ist die negativ die Anonymität und die Rauchüberflutung in der Stadt ausgedrückt. Die Analyse zum Textverständnis überspringe ich jetzt. Wir haben heute ja auch schon viel dazu gehört und das soll ich ja nur als Arbeitshilfe dienen für die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht die Projekte selber planen. Hier ist an den Textausschnitt, den man auch ausschneiden kann, damit man nicht gleich die ganzen Texte gegenübergestellt ist als Lerner. Okay, also die Lerner haben eindeutig diesen Textausschnitt in den Kindertagen gegenübergestellt, weil es eben wieder die realistischen Kind hat, den realistischen Stil und den anderen. Ja, ich komme jetzt wieder zur Filmarbeit, um das jetzt etwas abzukürzen. Und zwar habe ich mir ein Thema ausgewählt zu den Themen Stadt-Land-Konflikt. Hier ist der brennende Acker ein sehr gutes Beispiel, das Drama eines Ehrgeizigen aus der von 1922. Es ist ein schöner Spielfilm mit Textanwendung und Musik. Der zweite Film, Berlin, die Sinfonie einer Großstadt von 1927, ist auch ein schöner Dokumentarfilm mit Musik und thematisiert zwar die Erfahrung, also man sieht einen Tag in Berlin und der ist sehr künstlerisch und spannend, also ein sehr schöner Film. Dann drittens, eine Stadt durch einen Mörder von 1931 ist ein spannender Kriminalfilm, Kapton, in Deutsch, deutsche Sprache, und wurde aber dann gleich 1933 von den Nazis verboten, und zwar, weil es sehr viel Sozialkritik beinhaltet. Ich habe hier einfach mal drei Screenshots. Es
gezeigt, also es wird jetzt keine Filmausschnitte geben. Wir natürlich im Unterricht, man kann die ganzen Dinge zeigen, sondern man hat immer Textausschnitte. Aber aus zeitlichen Gründen will ich mich jetzt einfach auf die Screenshots hier beschränken. Was als Ziele würde ich sagen, sollte man die Aufnahmetechnik und die Schnitttechniken erkennen können bei der Arbeit mit diesen Filmen und die Filmkunst erfassen. Man kann die Filme sehr leicht den Bildern und den Texten zuordnen. Und man kann vielleicht auch als auch interessant ist zu bearbeiten, die Gründe für das Ende und den Zusammenbruch der Weimarer Republik, der am offensichtlichsten ist bei dem Film N, ganz unten, das Bild ganz unten. Man sieht hier eine Szene, wo Bettler zum Gericht sitzen über den Mörder. Und zwar ist es so, dass die Polizei in der Weimarer Republik sich als unfähig und schwach herausgestellt hat. Sie müssen nämlich die Bettler in der Stadt um Hilfe bitten und den Mörder zu fassen. Und können dann nur im letzten Moment verhindern, dass es da zu einer Lynchjustiz kommt. Zum Inhalt, interessant ist, die Kameraführung ist hier sehr bewegt. Man hat kurze Schnitte aus, ähnlich wie in der Sinfonie einer Großstadt im mittleren Bild. Da ist die Kamera unterwegs, die mischt sich auf die Straße. Was also macht die Aufnahmen, realistische Aufnahmen und steht im krassen Gegensatz zum brennenden Acker, wo nämlich die Kamera stehen bleibt, meistens die Aufnahmen gemacht werden und die Personen laufen in die Kamera. Das heißt also, die Kamera wird gar nicht bewegt. Ich habe es hier zeigen. Man sieht hier sehr schön die Personen, die wieder ausgeleuchtet sind und der Hintergrund ist dunkel. Und was auch sehr typisch für diesen expressionistischen Film ist, dass die Kulisse schräg ist. Also wir stehen oft vor schrägen Wänden und das soll also verzerrte Wahrnehmung der Welt zeigen. Und ja, also es lohnt sich da mal reinzuschauen. Hier ist eine Szene, die diesen Stadt-Land-Konflikt sehr schön vorliegt. Diese Textfolie, die da eingewendet wird, ist ein Dialog zwischen den beiden Brüdern. Der eine links ist der Bauer und der rechts kommt aus der Stadt, weil der Vater der beiden gestorben ist. Und er hat die größten Schwierigkeiten, sich wieder an das Land legen zu können. Mit einem starken Konflikt zwischen den beiden Brüdern. Ja, Frau Bilder-Probus, Sie haben 3 Minuten Zeit noch. Ich möchte jetzt lieber zum Schluss noch auf die wichtigsten Punkte, wenn wir vorgestellten Zugang zum Thema Schockerfahrung in der Weimarer Republik herausstellen und nochmal zurückkehren zu diesem Kulturdreieck. Sinnesreis ist die Beziehung zwischen unterschiedlichen Fächern aufzuzeigen, die aus verschiedenen Richtungen ein Licht auf den Stadterfahren werfen. Die Parallelen in den Themen und den ästhetischen Ausdrucksformen ermöglichen es den Lernern, den Zeitgeist zu erfassen, der zwischen den beiden Weltkriegen in Deutschland dominierte. Also der Gewinn dieses Zugangs ist ein vielfacher. Erstens haben sich die Lernenden
den Geist dieser Zeit erschlossen und es gelingt ihnen, einzelne Kunstwerke selbstständig einzuordnen und zu interpretieren. Also es macht sie unabhängig von den Lehrer. Zweitens haben sie sich durch die Erweiterung ihres Wortschatzes und das Kennenlernen von Methoden auf unterschiedlichen Disziplinen neue Erfahrungswelten erschlossen und drittens die Kompetenz erworben, sich in ihrer Fremdsprache über kulturelle und ästhetische Themen auszutauschen. Und das macht natürlich Spaß, wenn man sich in einer Fremdsprache richtig bewegen kann, ohne jenseits des alltäglichen Alltags zu handeln. Den Erfolg muss man allerdings selbst erbringen und das ist dann in der Projektarbeit, in der Präsentation, wo diese Projektarbeit abschließt. Ich dachte, es bietet sich an, andererseits, also es wäre ein Alternativ, ein Poster-Präsentation in Würdengruppen oder tatsächlich eine Inszenierung eines Theaterstücks, das bleibt dann in den Arbeitsgruppen überlassen, wozu sie sich hingezogen fühlen und auch wie viel Zeit man überhaupt hat für diesen Teil des Verwendens. Damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und ich glaube, die Zeit ist jetzt ausgeschöpft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude mit dem Unterricht in diesem Projekt. Wenn Sie das zur Vorlage nehmen wollen, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.